investieren zu wollen. Wie gesagt, das ist ihre Chance eigentlich vor Level 20. Jetzt Engagement allerdings in die Backline rein. Drei Mann Stun. Nick mit dem Ring of Frost auf 2 oder 3. Und dann der Follow-up Damage mit der Jaina Copy. Aber der Blizzard sah es nicht so gut tatsächlich. Und die beiden Tanks wollen sich beide zurückziehen. Insofern geht jetzt erstmal nicht allzu viel mehr für Team Expert. Die Divine Sheet wäre aber noch ab und ich denke mal, die werden jetzt gleich re-engagen. Bad Benny war kurz am Brunnen dran und der wird sicherlich da nochmal einen Stun bringen. Anti-Hero stirbt aber vorher schon. Genauso wie BKB und Bad Benny kann jetzt ganz entspannt hinterhergehen tatsächlich und sagen, ja, ich und organisiere ja nochmal ein Engagement gegen diesen Gul'dan hier. Den könnt ihr noch mitnehmen. Ich gehe schon mal zum nächsten. Kirsten, der Heiler, macht den Kill klar gegen den Gul'dan. Raidboss auf der anderen Seite hat keine Chance, dem Dehaka zu entkommen. Bad Benny und Athero falten die Aurel zusammen und dann sind es ein Level Vorsprung, aber wahrscheinlich auch drei Maps Vorsprung nach dieser Runde, das sieht sehr, sehr souverän aus, was Team Expert hier mit den Good Guys machen. 13 zu 5 Kills. Das Keep unten wird noch rausgenommen. Ich denke nicht, dass sie off-core gehen können. Auf der anderen Seite spawnt die Aurel zwar erst in 30 Sekunden. Aber die Damage-Dealer sind gleich alle wieder bereit. Und es ist letztlich immer relevanter, wie viele Damage-Dealer da sind, wenn der Core angegangen wird. Weil der Core natürlich selber ganz gut was tankt. Die Gegner attackieren ja hauptsächlich den Core. Insofern braucht man den Heiler nicht unbedingt. Aber Team Expert gehen da kein Risiko ein, holen sich nochmal ihr Siege Camp, das gegnerische Siege Camp als erstes, dann wahrscheinlich ihr es noch hinterher. In der Zwischenzeit werden die letzten Tempelschüsse auf das Keep auf der Top-Lane geschossen. Und dann können Team Expert, glaube ich, ganz entspannt anfangen, in der Mitte einfach das Keep wegzupushen. Ich denke, die werden einfach auf die nächste Tempelphase warten und damit das Spiel beenden. Bis dahin ein bisschen reinpoken, gucken, ob sie die Good Guys zu einem Engagement provozieren können. Oh Mann, ey, und erinnert euch nochmal, wie groß der Vorteil war für die Good Guys. Und man muss ja sagen, auf Map Nummer 1 hatten sie eigentlich auch ganz gute Chancen. Da haben sie ärgerliche Fehler gemacht. Hier kann man ihnen kaum einen Vorwurf machen, dass sie dann irgendwann doch in das Minenfeld reingelaufen sind. Aber letztlich wirkt das Ganze sowieso so ein bisschen so, als würden Team Expert einfach irgendwelche Trollsachen spielen und mit dem Futter spielen. Aber das würde ich ihnen tatsächlich nicht unterstellen. Na gut, wir schauen mal. Im Zweifel werden wir sie höchstwahrscheinlich gleich im Venus-Interview hören. Und dann bin ich mal gespannt, was sie sagen. Was, was da mit dieser Minenfeldstrategie eigentlich der Plan war. Ist der Plan genauso aufgegangen oder war das so ein bisschen spontaner Einfall von ADRD, ein bisschen Spaß zu haben? Zwei gegen fünf haben da Bad Benny und Nick den Fight letztlich gewonnen. Egal, vielleicht geht ja noch was für die Good Guys. Level 19, ein Viertel. Ein bisschen Zeit brauchen sie noch, bis sie Level 20 haben. Und dann würde ja ein Fight gewinnen reichen. Aber wie gesagt, das Problem ist eben, dass der Zul im Late Game nicht unbedingt viel besser wird und der Arthas auch nicht. Auf jeden Fall nicht vergleichbar mit dem Anubarak. Und das sind zwei Tempel. Das ist natürlich denkbar unglücklich gegen eine Composition mit zwei Globals und mit so viel Rückstand im Gebäude-Game. Und die Good Guys sind noch nicht mal Level 20. Ich denke mal, die werden jetzt hier gleich noch ihr Bruiser-Camp machen. Aber da steht schon wieder das nächste Minenfeld bereit. Mal schauen, ob das, ob es überhaupt dazu kommt. Ach, Ethero, ey. Ja, das ist echt das Problem jetzt. Die Good Guys müssen hier jetzt irgendwo durchlaufen, natürlich. Und da unten durch den Busch ist eine realistische Variante und Raidboss läuft tatsächlich genau da rein. Gut gespielt von ADRD, der hat es genau antizipiert. Und da gibt es die Stun-Kombo von Bad Benny und Anti-Hero. Ah, entkommt tatsächlich für den Moment. Im Hintergrund allerdings geht Kronas down auf dem Zul, er hat da keine Chance. Horrify geht nochmal, schafft noch ein bisschen Platz für BKB. Bad Benny, wird der möglicherweise noch rausgenommen? Ne, der hat den Stun noch für den Greyman und im Hintergrund geht der Zero nochmal drauf auf Zay. Und dann wird alles eingesammelt auf Seiten der Good Guys und Team Expert sparen sich das Divine Sheet auf den Tank. Ein bisschen noch die Stats schlechter machen von Bad Benny, richtig gemeiner Typ der Cursen. Und ja, dann wird der Sack zugemacht. Team Expert sichern sich Map Nummer 3. Das war insgesamt nicht unendlich souverän. Aber man hat das Gefühl, sie konnten spielen, was sie wollten und sie waren einfach das klar bessere Team. Und damit verdienen sie natürlich hier nicht nur den Sieg, sondern auch natürlich den Platz in den Top 3 momentan. Also momentan tatsächlich qualifiziert für den Western Clash Fnatic, Trick Esports und Team Expert, wenn es denn keine großen Veränderungen gibt in der nächsten Woche. Aber das ist natürlich das Schöne. Eine große Veränderung nächste Woche ist sehr gut möglich, denn es spielen alle Teams quasi gegeneinander, auf die es ankommt. Insofern wird es da nochmal sehr, sehr spannend.
Wir haben nächste Woche leider nur Freitag und Samstag, aber da gibt es dann die entscheidenden Partien zur Qualifikation zum Western Clash. Ich habe es leider hier geschlossen, neu aufmachen. Jawohl, hier habe ich es vor mir. Trick Esports gegen Team Dignitas gibt es da. Da geht es natürlich direkt darum, quasi, ob Dignitas sich noch einreihen können oder ob Trick Esports einfach easy die Qualifikation klar machen. Und dann gibt es Team Liquid gegen Team Expert, heißt also quasi das Gleiche am nächsten Freitag. Und am Samstag ist so ein bisschen Abstiegskampf. Da gibt es Team Good Guys gegen Zealots und Playing Ducks gegen Fnatic. Also der Samstag könnte ehrlich gesagt ein bisschen schlechter werden, was im Vergleich zum Freitag, weil der Freitag, der wird richtig spannend. Also den behaltet vor allem in Erinnerung. Den müssen wir uns auf jeden Fall genau angucken und da müssen wir natürlich dann auch rausfinden, wer sich zum Western Clash dann qualifiziert. Ja, und erstmal haben Team Expert hier gezeigt, dass sie auch ein paar kreativere Drafts raushauen können. Insofern keine einfache Aufgabe sicherlich für Team Liquid nächste Woche. Ich gebe euch kurz den Pause-Screen. Oh, das sieht so aus, als würde das Windows-Interview schon beginnen. Es könnte sein, dass wir da jetzt zu spät reinschalten, leider. What's a Outside. nice Ah, vacation. es geht noch, es geht Well, noch. did you fall off the horse or did you stay on top of it? There's actually a video of me like slipping off a horse when I'm trying to mount it on Twitter right now. Oh. But I didn't fall off a horse. It was Okay. like slip before I actually got up. So there's a Well, difference. as long as you're okay, it's good to hear. I'm just gonna go ahead and send you over to Caldor because I just wanted to give you some harassing a little bit, but I'll send you over to him. So, given Anything. that you guys did really well today and you especially excelled, would you say that it is a good a recommendation for other organizations, maybe Dignitas and Fnatic, to send their players to horse camp before important matches? Definitely. I think it would be actually a real good like team bonding exercise. Like honestly, I think it Yeah. would be really good actually. But for improving gameplay in itself, I mean, we played okay, right? It went okay. You Horse camp dominated. pra ho You horse camp dabbled. horse camp practice worked out. Let's say that. What do you guys think about next week? It is the important game for you. You are in a fantastic spot to make it to the Western Clash. What's the thought process on the experts now? I mean, we know that if we win, we 100% go. So like we still have it in our hands to make it. And if we lose, we like kind of don't deserve to go a bit, but I'm actually not sure what happens if we lose. Like if we I think we still can go, but I'm not ex I don't know exactly how it There's a works lot out. of different scenarios, and you guys can Yeah. still go. But just talk a bit about the game against Team Liquid. How confident are you that you can make it out of your own power there? I think we're feeling pretty confident. We've had since we didn't scrim too much this week and yeah, we need to like get back to it a bit, like me shot calling. I've obviously taking a break from that affects a bit because I need to like get into it a bit again. But it's we feel kind of confident. I feel pretty confident, I would say. All right, So thank you very much. Awesome. Well, Bethany, we look forward to your match next week. Before I let you go so you can get back to practice, the floor is yours for shout-outs. Shout out to sponsors like Logitech and Acer, I think. Not again. Shut up, Color, shut up, okay? Shout out to Expert, my teammates, and everyone who supports us. And obviously, shout out to the Horse Camp. Awesome. Horse Bad Biddy with Camp. the victory today. A 3-0 as they gallop to that victory over the good guys. So congratulations to them. Bad Biddy and crew looking good today. Someone has to finally write him a note. Yeah. It's like, Gotta write down a checklist I of all think the this is the sponsors. third time, and it's really not that many in that hard. Just write them down in front of your screen. It's like, I think it's Acer, but I'm not so sure about it. Don't worry, we'll get a list set up for them and Caldor will call it all out for them next time. Let's go ahead and look at the standings here as Expert get a victory and they continue to be at number 2 with the 4-2. Ja, Bad Benny ist ein richtiger Profi tatsächlich. Er sagt, sie sind natürlich eigentlich selbstbewusst gegen Team Liquid nächste Woche. Es hat ja jetzt alles ganz gut funktioniert. Ohne viel Training, warum sollte es mit Training nächste Woche nicht laufen? Kann man ihm leider nicht widersprechen. Ich hoffe natürlich trotzdem, dass sich Team Liquid noch qualifizieren können. Mein Traum wäre für den Western Clash Fnatic Team Expert und Team Liquid. Ich glaube, das ist rechnerisch möglich. Frag mich nicht, wer genau wie viele Maps von wem holen muss. Aber es bleibt auf jeden Fall dabei. Nächster Freitag wird super spannend. Die HGC Europa ab 18.
18 Uhr. Samstag sehen wir dann, wie gesagt, eher so ein bisschen die Krampfspiele möglicherweise. Aber das könnte natürlich trotzdem auch ganz spannend werden. Und so ein bisschen, das ist vielleicht vorentscheidend sogar, was den Abstiegskampf angeht. Insofern, egal sind die Matches dann auch wieder nicht. Aber das höhere Level sehen wir natürlich dann am Freitag. Ansonsten gibt es natürlich nächste Woche dann auch wieder HGC Amerika, wie heute auch natürlich, aber erst ab 23 Uhr und es gibt keinen deutschen Cast dafür. Ich werde auf jeden Fall jetzt noch ein bisschen Hero League spielen, insofern könnt ihr, falls ihr HGC NA erst in einer Stunde sehen wollt, erstmal noch dranbleiben, wenn ihr möchtet. Und ansonsten, was gibt es die nächsten Tage? Morgen werde ich einfach tatsächlich schlicht frei machen.